1 TI Butter, Klammer auf Weich, Klammer zu, 280 Gramm Mehl, 1 TI Weinsteinbackpulver, 200 Gramm Zucker, 5 Eigelb, Klammer auf KI. M Klammer zu, Salz, 1 TI Vanillepaste, 100 ml neutrales Öl, Klammer auf zum Beispiel Maiskeimöl, Klammer zu, 400 ml stärker Kaffee, Klammer auf kalt, Klammer zu, 5 Eiweiß, Klammer auf KI. M Klammer zu, ATI Weinsteinpulver, Klammer auf, Siertipp, Klammer zu, Creme 450 Gramm Konditorsahne, Klammer auf 35% Fett, Klammer zu, 250 Gramm Mascarpone, Klammer auf am besten von Galpani, Klammer zu, 50 Gramm Puderzucker, 2 bis 3 Hexaliter Kakaopulver, außerdem, 2 runde Backformen, Klammer auf 20 cm 0, zum Beispiel Springformen, Klammer zu, Teig 180 Gramm Butter, Klammer auf Weich, Klammer zu, 100 Gramm Zucker, 3 TI fein abgeriebene Bio-Zitronenschale, Salz, 3 Eigelb, Klammer auf KI. M Klammer zu, 1 TI Vanillepaste, 300 Gramm Mehlfüllung, 4 Streifen dünn abgeschälte Bio-Zitronenschale, 400 ml Milch, 250 ml Konditorsahne, Klammer auf 35% Fett, Klammer zu, 10 Eigelb, Klammer auf KI. M, 200 Gramm Klammer zu, 150 Gramm Zucker, 40 Gramm Kartoffelstärke, 4 Ei Zitronensaft, 120 Gramm Amarena Kirschen, Klammer auf abgetropft, Klammer zu, 2 Ei Amarena Kirschensud, außerdem, Tarteform mit herausnehmbarem Boden, Klammer auf 24 cm 0, Klammer zu, erstens für die Böden Backformen, Böden mit etwas Butter fetten, anschließend mit Backpapier auslegen. Backofen auf 200 Grad, Klammer auf, Gas 3, Umluft 180 Grad, Klammer zu, vorheizen. Zweitens Mehl in eine Schüssel, 7, Weinsteinbackpulver und 100 Gramm Zucker untermischen. Drittens Eigelbe, eine Prise Salz, Vanillepaste, Öl und 100 ml Kaffee, in eine großen Schüssel mit den Knethaken des Handrührers, Klammer auf oder der Küchenmaschine, Klammer zu, verrühren. Mehlmischung zugeben und bei mittlerer Stufe sorgfältig unterrühren. Viertens Eiweiße und Weinsteinpulver steif schlagen. Restlichen Zucker unterrühren, einrieseln lassen und 30 Sekunden weiterschlagen, bis ein cremig fester Eischnee entsteht. Fünftens ein Viertel vom Eischnee unter die Mehlmischung rühren. Restlichen Eischnee in 3 weiteren Portionen vorsichtig unterheben. Masse auf die beiden Backformen verteilen und im heißen Backofen, auf einem Rost auf der mittleren Schiene 20 bis 25 Minuten backen. Sechstens Böden in den Formen mit dem restlichen Kaffee tränken und vollständig abkühlen lassen. Siebtens für die Creme 400 ml Sahne steif schlagen. Mascarpone und Puderzucker in einer Schüssel mit dem Schneebesen glatt rühren. Sahne in mehreren Portionen unterheben. Achtens Böden aus den Formen lösen, Backpapier entfernen. Einen Boden auf eine Platte legen und 1 cm dick mit Mascarpone-Creme bestreichen. Mit der Hälfte des Kakaos bestäuben und den zweiten Boden kopfüber darauf setzen. Neuntens restliche Schlagsahne unter die Mascarpone-Sahne rühren, Tarte damit rundum bestreichen. Den Rand mit einer Teigarte, die Oberseite mit einer kleinen schmalen Palette Riad streichen. Oberseite mit restlichem Kakao bestäuben. Zubereitungszeit 1 Stunde plus Kühlzeit ca. 30 Minuten pro Stück 7 Gramm E 31 Gramm F 40 Gramm KH gleich 484 Kilokalorien, Klammer auf 2027 Kilojoule, Klammer zu. Tipp: Wer kein Weinsteinpulver bekommt, gibt stattdessen je 1,5 TI Weinsteinbackpulver zum Mehl, Klammer auf Schritt 2, Klammer zu, und ins Eiweiß, Klammer auf Schritt 4, Klammer zu.